Die Informationen zum Biografiebericht wurden vom Patienten angegeben und von seiner Frau ergänzt. Herbert Schulten ist am 1.12.1935 in Wiel geboren. Er ist auf dem Land in Waldbrühl aufgewachsen. Sein Vater war sehr streng. Es gab zu Hause sehr viele Tischregeln. Er musste immer gerade am Tisch sitzen, seine Hände nur über dem Tisch halten und alles aufessen, was seine Mutter vorbereitete. Im Vergleich zu seinem Vater war sie sehr liebevoll und sie schützte ihn vor ihm. Die Großmutter, die auch mit der Familie wohnte, fand er als lustige Person. Herr Schulten hatte zwei Brüder, Paul und Peter, wobei sein ältester Bruder Peter in 2011 verstorben ist. Als er noch Kind war, spielte er gerne mit denen Fußball. In seiner Kindheit war es ganz normal, in den Ferien zu arbeiten, also machte er Feldarbeit. Besonders gerne beobachtete er in dieser Zeit ein Pferd beim Bauern, der genauso wie er schwer arbeiten musste. Der Patient erinnert sich auch an Kriegsende, aber er möchte darüber nicht viel sprechen. Er erzählt gerne, wie er seine Ehefrau bei einem Tanz kennengelernt hat und ist oft mit ihr samstags tanzen gegangen. Manchmal hatte er kein Geld dafür, was ihn traurig machte. Er ist seit 52 Jahren verheiratet.